Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Need for Speed 2015. Wir sind weiterhin noch mit der Supra am Start und ja, ich muss sagen, es ist jetzt, ich glaube, fast 2 Wochen her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Deswegen habe ich so nicht mehr ganz die Übersicht, was wir letztes Mal gemacht haben. Müssen wir einfach mal gucken. Rüste ein voll einstellbares Fahrwerk auf. Ah, okay, cool. Das wusste ich natürlich nicht. So, wo haben wir denn die Fahrwerke? Da. So. Was bringt mir das jetzt? Wir fahren. Wir gehen einfach mal raus. Also, wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen. Muss erstmal gucken, was hier so abging. Ich hatte es auch tatsächlich mehr oder weniger für eine Woche leider nicht geschafft, ein paar Videos hochzuladen. Die waren einfach nicht geschnitten, weil ich unter der Woche halt, naja, ich muss halt arbeiten. Und dann habe ich halt schon noch so gut 5 Stunden Feierabend, von denen ich aber jetzt nicht alle immer für YouTube nutze. Hey, hier ist Ames. Dachte, ich melde mich mal und locke dich mit einem kleinen Drift. Check aber dein Fahrwerk. Bin nicht sicher, was sah irgendwie daneben aus. Verstehst du? Okay, bis dann. Das sah irgendwie daneben aus, sagt sie. Okay, so. Ja, Leute, wir wollen mal gucken. Hier haben wir ein Zeitfahren und dann haben wir hier einen Drift-Contest. Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das ist das, wo man diese Spiraldrifts da macht. Ui, das kann schwierig werden. Egal, müssen wir uns mal angucken. Ja. Ich erkenne es sofort wieder. Ja, ein bisschen Ton für mich angepasst. So, ja, mal gucken. Oh Gott. Ja, Drifts gehen auf jeden Fall, aber... Alter. Ich kann es halt schön reden, wie ich es will, aber die Fahrphysik ist halt echt totaler Bockmist. Gab zwar so Momente, wo ich selber gesagt habe, ja, lass mal Bock, ein bisschen das Game länger und länger zu spielen, aber... Ich merke gerade schon wieder, wie kacke die Fahrphysik ist. Spielst bei solchen Events, ey. Aber ja, trotzdem habe ich jetzt einmal dieses Let's Play angefangen und das wird jetzt auf jeden Fall zu Ende gezogen. Klingt also durchgezogen. Leute. Ja, ich bin leider noch nicht Erster. Okay, ich glaube, das können wir gleich neu starten. Bin schon mittlerweile Dritter. Weil der Wagen einfach nicht... Ich habe den halt nicht darauf ausgelegt zu driften. Wir starten das mal neu. Ja, diese Wichsbullen, Alter. Komm weg mit euch. So, tschüss. Er hat jetzt keinen Bock auf die Bullen, ey. Ich hatte da jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, das ist schon mal ein super Start. Ich sehe schon, kommt, das wird so eine Folge, wo ich erstmal wieder reinkommen muss. Und das Problem ist, es sind jetzt schon 5 Minuten rum. Ich merke einfach allein daran, dass Let's Plays sind halt leider doch irgendwo outdated. Dennoch, ich will das auf jeden Fall fertig machen. Den X7 haben wir, meine ich, zum Driften genommen. Deswegen nutzen wir den jetzt nochmal. Ich hasse die Steuerung in dem Spiel, ne? Ich merke schon, heute ist wohl irgendwie so ein Spiel... Was? Ach, ich habe das Fahrwerk nicht... Ach, hier habe ich kein Feuer. Oh, Mann! Spiel! Das wäre jetzt so ein Moment, wo ich fast sagen würde, ich mache die Aufnahme nochmal neu. Das Problem ist, ich würde gerne, dass ihr die Zwischenanrufe von Amy und so, dass das noch so mit drin ist. Und ich sag mal so, so bekommt ihr wenigstens meinen Frust mit, was? Ah, Mann, ey.
So, dann machen wir mal schnell. So, wo ist das scheiß Fahrwerk? Auf der einen Seite ist das Menü irgendwo relativ übersichtlich, dass du das nicht so verschachtelt hast, aber das ist halt, dass du nur so drei Sachen auf einmal siehst. Ist auch so ein bisschen dumm gemacht, aber gut. Richtig schlimm war Need for Speed Rivals da, diese Zusatz-Upgrades oder was das war. Diese Spezialfähigkeiten nenne ich sie jetzt mal. Die waren halt so kacke sortiert und eingestellt und so dumm erreichbar gemacht, dass... Da fasse ich mir heute noch an den Kopf, das ist so furchtbar. Also wirklich grausam. Aber ja, machst du nix. Ich hoffe mal, das nächste Need for Speed wird irgendwie... Also ich sag ganz ehrlich, wenn das so... Wenn das nur so gut wird wie Need for Speed Heat, aber mit einer längeren Langzeitmotivation, dann wäre ich schon zufrieden. Ne? Wäre alles cool. Weil Heat war eigentlich ein geiles Game. Ja, mit dem kann man ein bisschen länger den Drift halten. Ich mochte das Event auch von Anfang an irgendwie nicht, ey. Wenn die Fahrphysik okay wäre, dann wäre das Event eigentlich ganz okay. Aber dadurch, dass du halt diese super engen Straßen hast, oder Abzweigungen, dann dadurch wird das halt super schwierig. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Weil die Super habe ich halt... Die konnte halt den Drift nicht halten. Die konnte halt so für ein paar Meter driften und das war's dann. Dann hat sie gesagt, jo, das reicht dann für heute auch. Und die war auch nicht darauf ausgelegt, dass das ein Driftauto sein sollte. Eigentlich wollte ich damit auch nur normal durch die Gegend fahren. Ja, damit haben wir direkt wesentlich mehr geschafft, ey. Läuft ja wesentlich besser. Zwei Minuten müssen wir den Unsinn hier noch machen. Ich meine, was? Schlimm ist auch, dass die immer wieder irgendwie in der Nähe sind und einem im Weg sind. Das macht das Ganze leider nicht leichter. Zugegebenermaßen, Underground 2 hatte ja ein ähnliches Problem, dass du da die Drift-Events hattest. Und im Gegensatz zu Underground 1, wo du dann schön alleine driften konntest für dich in Ruhe, da hattest du ja immer deine Gegner, die dir teilweise im Weg waren. Aber das ging noch irgendwie. Hier ist das halt wirklich nochmal ganz schlimmer, weil du ja diese super engen Straßen hast. Ich meine, ich mag den Style von der Stadt irgendwie. Ich finde das auch ganz cool gemacht irgendwo. Aber bis auf dieses Event würde ich hier auch nie wirklich langfahren. Das ist eigentlich echt dumm. Lässt sich auf jeden Fall wesentlich besser fahren. Zumindest driften. Ey, super so zum normalen Fahren, würde ich sagen, geht die eigentlich auch fit, aber... Im Moment hatte ich echt Probleme, da irgendwie mit Drifts was zu reißen. Also war es schon eine gute Entscheidung, jetzt auf den RX-7 zu wechseln. Aber leider dann doch ein bisschen Let's Play-Zeit vergeudet, weil ich erstmal überhaupt nicht wusste, was... Also ich habe auf kurzzeitig voll vergessen, welche Autos ich jetzt so hatte, habe ich jetzt eigentlich nicht vergessen. Aber das mein RX-7, als ich den gesehen habe, dachte ich einfach, ach ja stimmt, den hattest du fürs Driften. Und ja, wie gesagt, für mich ist jetzt zwei Wochen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Was eigentlich nicht geplant war. Eigentlich wollte ich zumindest so einmal im Wochenrhythmus das machen. Aber ja, gab so andere Games, die mich unter der Woche dann nochmal ja, in der Stange gehalten haben. Und dann haben sich auch einige, ja, haben sich die Videos so ein bisschen verzögert. Aber zumindest das Let's Play wollte ich jetzt mal wieder zumindest versuchen, regelmäßig weiterzumachen. So, das sind 116.000 Punkte. Alter, nicht gegen die Wand fahren. So, das lief doch schon mal gar nicht so falsch. So, da ich jetzt einmal im Driftflow bin, können wir direkt weiter driften. Rotlord trifft die Gang im Diner. Ja, komm, wir machen erstmal hier entspannt Videosequenzen. Da habe ich Bock drauf. Da bin ich sofort dabei, Leute. Damit wir diesen leicht angehauchten Salty anfangen, schnell wieder wegkriegen, was? Ah ja. Hey Mann, hör zu. Ein paar Leute treffen sich zu einem Gymkhana und ganz
Also ich werde mir das ansehen. Sollen wir uns treffen? Gut. Hoffentlich sehe ich dich da draußen. Okay, bye. Adieu, Jamie. Bestimmt nur so ein Mathelehrer, der seiner Frau sagt, er muss zu einem Footballspiel. Ich was anderes gehört. Travis sagt, es ist ein russischer Typ mit sehr viel Geld und wenig Hirn. Oh, ein Freund von dir? Alles nur Gerüchte, Mann. Alle tappen hier im Dunkeln, besonders Travis. Nun, wer auch immer er ist. Oder sie wird hoffentlich schnell geschnappt. Was kümmert dich das? Weil die Leute Angst haben. Man gibt kein Geld aus, wenn man nervös ist, Mann. Kaffee to go. Hey. Ich hab's nicht vergessen. Ja, ich weiß Bescheid, glutenfrei. Genau, doppelter Belag. Oh Mann, da ist dein Mathelehrer ein total harter Killer. Oh Mann, hey, was ist los mit uns? Hat uns echt der Mut verlassen, hä? Aber echt, Mann, du hast gar keinen. Ach wirklich, warum nervst du mich die ganze Zeit? Hä? Wen sonst? Was für ein Typ. Ja, machen sich zuerst voll Sorgen. Scheiße, vielleicht ist das irgend so ein Outlaw, vielleicht passiert da irgendeine Scheiße. Ja, also ohne Witz, dass so Leute wie Spike hier so durch die Gegend fahren können und voll Bock auf die ganze Szene haben, das liegt nur daran, weil die Cops hier nichts können. Das ist ein Sprintrennen. Leute, ich wollte eigentlich was driften. Was ist denn los mit euch? Hier, komm, Manu. Drift versuchen, was ist das hier? Zeitfahren, ja komm dann. Dann machen wir jetzt das noch, damit es sich wenigstens gelohnt hat, den X7 rauszuholen. Nee, aber dadurch, dass die Cops ja sowieso nichts drauf haben, gibt es auch so Leute wie Spike, die sagen, ja komm, dann können wir auch ein bisschen durch die Gegend fahren. Aber ja. Der Song war tatsächlich noch ganz cool. Genau, Kamera läuft, ich fahre erstmal gegen die Wand. Nice. Je, ich sehe schon kommen. Wenn ich die Prestige-Events dann im Stream zocken sollte. Alter, ich verkack das hier gerade voll. Okay, das müssen wir jetzt durchziehen. Komm, zieh durch. Alter, was ist los? Okay, man merkt, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt, ey. Das ist... Daran merkst du, dass das Game, dass du erstmal Eingewöhnungsphase brauchst. Du musst dich erstmal wieder so ein bisschen an die Fahrphysik und so gewöhnen und überhaupt, wie das Ganze funktioniert. Und wenn du das einmal drauf hast, dann kommst du mit dem Game tatsächlich relativ gut klar. Man sieht gerade, ich komme nicht damit klar. Und ich drifte gerade hier so ein bisschen hin und her und habe jetzt schon die Punktzahl erreicht. Ist ein bisschen lächerlich. Die Entwickler damals so, scheiße, haben voll die Fahrphysik verkackt. Leute, wir müssen die Punktzahl runterdrehen, damit der Spieler wenigstens glaubt, dass er noch irgendwie cool ist und meint, hier noch mit Ken Block hier ein paar Energies zischen zu können. 5 Minuten Verfolgung, yo. Ja. Wie gesagt, ich muss mich noch an die Fahrphysik gewöhnen. Ich habe eigentlich das Spiel... Gott. Okay. Ja, da sollte ich eigentlich nicht lang, aber gut. Okay. Haben trotzdem doppelt so viele Punkte geholt. Mehr als doppelt so viele Punkte. Ja, das war ein ziemlich trauriges Event, aber naja. Wow, was soll ich sagen? Du hast mich inspiriert. Wenn du noch so einen Lauf hinlegst, werden wir das Ding rocken. Weiter so, Kumpel. Warum repariere ich das Auto, wenn ich sowieso in die Garage gehe? So, dann holen wir jetzt erstmal die Supra raus, weil ich habe schon Bock auf das Auto, ist schon cool. Bin auch überhaupt momentan mit meiner Fahrzeugauswahl relativ zufrieden. Wie gesagt, das Problem, also ich finde den Dodge Challenger wirklich so ein geiles Auto, ne? Aber es ist halt so eine Schande, dass das Auto halt, das ist halt echt ein Riesenproblem. Also mal unabhängig davon, dass die Fahrphysik ja schon nicht gut ist in dem Game. 5 Minuten Verfolgung, dann müssen wir mal gucken, ob wir das nicht vielleicht irgendwie kombinieren. Ja, Gymkhana hätte ich jetzt eben machen müssen mit dem Dings. Dann machen wir mal hier das Zeitfahren.
Nee, die Fahrphysik ist ja halt schon schlecht. Das Problem ist halt auch nur, es kommt halt aufs Auto an. Der Challenger, furchtbar schlecht zu fahren, das Auto einfach, weil das Auto irgendwie, ich weiß nicht, mit der Fahrphysik nicht so, die ja ohnehin schon scheiße ist, nicht harmoniert. Währenddessen so ein Porsche oder auch so ein, ich glaube, einen MX-5. So ein MX-5 zum Beispiel, der fährt sich auch ziemlich gut im Spiel. Und das ist halt echt traurig, ja. Aber gut, es ist schon traurig genug, dass das Spiel überhaupt, das Spiel halt mit der Fahrphysik so verkackt hat, aber gut. Leider kann ich dem Game trotzdem irgendwie noch was abgewinnen, sonst würden wir jetzt das Let's Play hier nicht machen. Ich habe auch generell so ein bisschen überlegt, wie das jetzt noch weiter mit den Let's Plays geht. Also, auf der einen Seite denke ich mir so, hier und da hätte ich noch Bock, so ein bisschen was aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich mittlerweile total, ja, es ist halt, Let's Plays sind halt wirklich nicht mehr zeitgemäß. Schon lange nicht mehr. Und eigentlich möchte ich das auch fast eher streamen. Habe ich auch schon in einem Video mal gesagt. Und deswegen, ja, weil ich es auch teilweise natürlich irgendwo auch an den Aufrufzahlen sehe. Denke ich mal, wird das sich, na, ich weiß nicht, also ich würde fast sagen, das wäre vielleicht das letzte Let's Play. Danke, Fahrphysik. Ich hätte hier und da noch so ein paar Ideen, aber wenn ich, glaube ich, ein Let's Play mache, dann vielleicht geschnitten. Aber dann denke ich mal wieder, dann kann ich genauso gut meine Livestreams geschnitten hochladen. Deswegen, also Need for Speed, also ich hatte noch die Idee wegen Burnout Revenge, aber das Game hat halt gar keine Story und ist dann noch schwieriger zu kommentieren. Boah, ganz schwierig, wirklich ganz, ganz schwierig. Need for Speed 2015 hat jetzt auch zum Glück nicht die super lange Story. Da kommen wir relativ flott und zügig durch. Und gegen die Wand, nice. Okay. Fortschritt würde mich mal tatsächlich interessieren. So, wir sind bei Speed bei 65%. Also, boah, Schrauber sind wir fast fertig, aber da wollte ich auch eigentlich mit am meisten reinhauen. Outlaw haben wir gut aufgeholt. Crew lassen wir so ein bisschen zurück. Da müssen wir auch mal schauen, dass wir bei den Sachen mit Robin und den Whiskey Devils. Ja, ich habe jetzt absichtlich Whiskey und nicht Risky gesagt. ja, müssen wir mal noch gucken. Aber. Was haben wir denn noch so? Kann es sein, sieh in deinen Nachrichten nach. Hey Mann, mir war langweilig, also habe ich einen Lauf organisiert. Fühlt sich gut an. Bin gespannt, wie du abschneidest. Denk dran, Siege sind gut. Das Wichtigste ist aber der Ruf. Hör immer auf dein Bauchgefühl, okay? Okay, vor allem mir war langweilig. Also für jemanden, für mich zum Beispiel, der eine komplette 40-Stunden-Woche hat, der noch nebenher streamt und dann noch ein bisschen YouTube macht, da Langeweile gibt es bei mir lange nicht mehr. Weil es gibt dann noch so Momente, wo du froh bist, mal so ein bisschen abschalten zu können und nichts machen zu müssen. Aber gut, das ist auch so ein Tick von mir. Es gibt natürlich so Leute, die natürlich die ganze Zeit was zu tun brauchen. Ich meine, ich merke das auch irgendwann so, dass ich dann zwischenzeitlich mal merke, dass ich dann irgendwie nur noch so rumdöse und dann wird es auch zu viel des Guten. Aber was für Langeweile kenne ich eigentlich nicht mehr. Cops! Gucken, ob wir die 5-Minuten-Verfolgung vielleicht gleich noch schnell machen können. Oder ich guck mal, dass ich gleich noch eine Sache von Robin fertig mache. Aber müssen wir gleich mal gucken. Ja, das Auto wollte nicht rumkommen. Plus, ich habe mal wieder vergessen, dass die Handbremse bei mir auf B liegt und nicht auf X. Also auf dem Xbox-Controller.
Ja, wenn die Cops das jetzt noch irgendwie schaffen, dran zu bleiben, dann, ja. Ich spreche gerade von den 2015er Cops, die natürlich nichts drauf haben. Boah, okay. Ja, konnte die Supra jetzt doch mal driften. Und ja, ich sag immer noch die Supra. Irgendwie ist das bei mir noch so ein bisschen drinne. Obwohl der Supra anscheinend richtiger ist. Also, beziehungsweise wenn irgendwas richtiger sein kann, also das soll wohl die korrekte, der korrekte Artikel für das Auto sein. Hey, hier ist Magnus. Ich habe euch Jungs da draußen fahren sehen. Sehr beeindruckend. Wenn ihr an meine Zeiten herankommt, können wir vielleicht da draußen zusammen eine Runde drehen. Rock on. Cheers. Haus rein. Gebt mir das Teil. Nehmen wir einmal den Donut mit. Ace-Teufel. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ach, jetzt sind wir wieder im Longhorn. Trifft die Gänge im Longhorn. Boah. Das ist ein Zeitfahren, ne? Dann machen wir das noch. Und dann gucken wir, dass wir nächstes Mal das Outlaw-Gedöns und so weiter machen, die 5-Minuten-Verfolgung. Und ja, die Sache mit Robin müssen wir mal ein bisschen weiter forciert angehen. Weil sonst kommen wir da, sonst bleiben wir da ein bisschen sehr weit zurück. Okay, wenn du das Training hier schaffst, können wir weitermachen. Mein Auto ist defekt, also zerbeult. Ja, das passt ganz gut. Okay. Muss mir irgendwie mal angewöhnen, auf B die Handbremse zu nutzen. Zu drücken, je nachdem. Oh oh. Sprünge sind nicht gut. Genau das meine ich. Das ist zwar alles nett gedacht, aber naja. Also mit den Sprüngen, okay, das war ja eigentlich ganz cool, die Idee. Problem ist, die Fahrphysik gibt das halt nicht her und das Spiel sagt sich so in 50% der Fälle, oder manchmal sogar häufiger, ja, so richtig Bock auf Fliegen habe ich jetzt gerade nicht. Wir bleiben mal irgendwie am Boden oder backen irgendwie durch den Boden irgendwann. Wobei, das hatte ich jetzt noch nicht so häufig, aber naja. Ich kenne auch diese ganzen Videos, also diese Fail-Compilations, wo man eigentlich größtenteils eher nur Bugs von den ganzen Spielen sieht, die so ziemlich lustig gehalten sind. Und Need for Speed 2015 habe ich mir damals dann auch häufiger angeguckt. Und da waren teilweise so Bugs dabei, die ich noch nie gesehen habe. Ich glaube, mir ist das dann vielleicht einmal passiert, aber sonst... Ich habe jetzt schon 200 Spielstunden, glaube ich, in dem Game. Auf dem PC wohl gesagt immer. Und ja, fand das auf jeden Fall interessant, aber so also grundsätzlich so diese... Komischen Bugs hatte ich eigentlich nicht. Das Einzige, was halt immer doof war, wenn das Auto halt irgendwie komisch an Sachen abgeprallt ist oder sowas. Aber das ist ja andauernd. Ja. Na, nicht anrufen. Hey, keine Ahnung, Spike. Ja, sie. Kein Problem. Geht schon klar. Was meinst du? Wow. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so. Da können wir doch irgendwo, oder sollen wir hier noch das... Ja komm, wir nehmen die Videosequenz jetzt noch mit. Ich würde sagen, das ist so ein ganz guter Abschluss dann für das... Für diesen Let's Play-Teil. Haben wir doch ein bisschen Fortschritt gemacht. So, darf ich da rein? Danke, sehr schön. Muss mal gucken, ob wir vielleicht die Tage oder die nächsten Folgen halt mal wieder ein Auto tunen. Hätte ich Bock drauf. Hey, hier ist Magnus. Ich hab euch Jungs da draußen.
draußen fahren sehen. Sehr beeindruckend. Wenn ihr an meine Zeiten herankommt, können wir vielleicht da draußen zusammen eine Runde drehen. Rock on. Cheers. Hey, oh Mann. Wie kommt er an deinen Decknamen? Guck mich nicht an. Du weißt, was das heißt, Bro? Du hast es verdient. Nicht schon wieder. Ihr beide verdient es. Nee, Robs. Ich gönne es ihm. Wie unser Homie hier durch die Straßen rast, kein Wunder, dass Magnus ihn anruft. Weit ist es nicht mehr. Gib Bescheid, dann legen wir los. Komm. Also da ich weiß, was da noch für Zwischensequenzen kommen werden, einen Scheißdreck gönnt er mir. Wirklich einen Scheißdreck gönnt er mir. Der wird später, naja. Ich meine, ganz ehrlich, das Game ist jetzt schon bald 6 Jahre alt. Gut, PC-Version ist 5 Jahre alt. Und mit Spoilern ist jetzt nicht mehr so krass, aber dennoch, ja, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Man will, dass er am Ende des Tages dann vielleicht auch nochmal irgendwie alles. Es gibt ja auch Leute, die vielleicht sagen, boah, ich will nochmal die Story irgendwie neu erleben, weiß kaum noch, was da eigentlich großartig passiert ist. Deswegen bleibe ich erstmal ruhig und ja, würde mich so langsam von dieser Folge wieder verabschieden. Ging schon wieder relativ schnell, irgendwie. Oh Gott, meine, du willst noch was von mir. Ich warte, wie so ein Wahnsinniger. Ja, nee, diese Folge ist dann erstmal, ja, wieder vorüber. Aber natürlich machen wir dann in der nächsten Folge dann auch wieder, wie gehabt, weiter. Outlaws müssen wir natürlich noch weitermachen. Und die Sache mit Robin, die hat man nämlich auch noch nicht so häufig gesehen. Beziehungsweise halt nur bei den anderen Storylines, wenn man so will. Es sind ja im Endeffekt 5 Story, ja, Kampagnen, wenn man so will. Also 5 kleinere Storylines. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen und nächste Folge machen wir hier weiter in die Tour Speed 2015. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.